geschrieben. Gerade habt ihr das Guggenheim-Museum gesehen, welches direkt am Central Park liegt. Und hinter mir hier, das ist das Jackie Kennedy Onassis Reservoir. Das ist das Trinkwasserreservoir für New York. Dein Fazit zum Central Park? Naja, wir hatten uns ja vorgenommen, dass das heute ein sehr entspannter Tag sein soll mit einem gemütlichen Radtour durch den Central Park. Das hat nicht geklappt. Also ganz ehrlich, man darf nur in eine Richtung auf der Hauptstraße einmal durch den Central Park fahren, da wo auch die Autos fahren dürfen. Man darf nicht die ganzen schönen kleinen Wege im Central Park mit dem Fahrrad erkunden. Und es ist einfach nicht schön. Und es ist auch sehr anstrengend. Also es geht auch sehr bergauf. Es gibt den High Hill, oder wie hieß der? Great Hill. Great Hill, genau. Und der tut jetzt noch weh. Mit dem New York Pass ging es jetzt super schnell, irgendwie Fast Lane, das hat jetzt keine 5 Minuten gedauert und wir stehen jetzt schon direkt vorm Aufzug und wir sind aufgeregt, oder? Ja, geht so. Geht so. Wir sind jetzt im 67. Stockwerk und das ging echt ganz toll. 67? Keine Ahnung. Naja, also auf jeden Fall sind wir jetzt ganz oben, wir sind bei Top of the Rocks und jetzt gehen wir nach draußen, es ist immer noch super Wetter und jetzt schauen wir uns das mal an.